Auf Punkt 2, zweite Lesung, Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 19/3969, Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds. Ich möchte noch einen Hinweis geben, erstens auf die Beschlussempfehlung und den Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses, die Drucksache 19/4604, und zweitens auf den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP, Drucksache 19/4673. Ich öffne die Aussprache und erteile für die SPD-Fraktion der Frau Kollegin Gebhardt das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Als 1773 der Papst den Jesuitenorden auflöste, drohte das höhere Schulwesen in unseren Landen zusammenzubrechen. Schließlich war es dieser Orden, der Träger der höheren Schulen war, und seine Mitglieder garantierten auch den Unterricht. Die Finanzierung war durch ihre ordenseigenen Ländereien gesichert. Deshalb war es seinerzeit für den Staat unheimlich wichtig, klarzulegen, dass sowohl die weltlichen wie die kirchlichen Landesherren dafür Sorge zu tragen hatten, dass diese Mittel dem Bildungswesen erhalten bleiben. Und es ist sowohl dem König Friedrich Wilhelm IV. 1846 sozusagen zu verdanken in seiner Kabinettsorder und auch schon vorher dem Kaiser Joseph II. 1773 bereits, dass wir es heute mit diesen Schul- und Studienfonds zu tun haben. Das heißt, es ist ganz klar, es ist staatliche Entscheidung gewesen, dass wir heute darauf zurückgreifen können. Und das hat auch die Anhörung gezeigt, dass sozusagen, wenn Staat sozusagen die Ursache dafür ist, dann ist auch Staat, das heißt der Landesgesetzgeber, wenn wir als Rechtsnachfolger da sind, sind wir diejenigen, die es in der Hand haben, daran rechtliche Veränderungen vorzunehmen. Wir wissen nun heute, Pensionsansprüche von Priestern und Schulwesen ist nicht mehr durch diese Institutionen zu sichern, sondern das sichern wir durch den Landeshaushalt. Und wie wir das sichern, haben wir gestern beschlossen. Wir machen es sehr verantwortungsvoll. Wir haben allein für 2014 eine Milliarde mehr für Bildung beschlossen. Allein in dem zweitgrößten Einzelplan für Innovation, Wissenschaft und Forschung haben wir 519 Millionen mehr beschlossen. Und Sie können daran unzweifelhaft erkennen, dass das ein wesentlich mehr ist, ein Vielfaches von dem ist, was in den vier Studienfonds, die nunmehr aufgelöst werden sollen, vorhanden ist. Selbst die katholischen Schulen und Hochschulen müssen sozusagen nicht bangen bei dem Verlust dieser Fonds, denn auch sie werden längst vom Staat finanziert. Die Anhörung hat ferner deutlich gemacht, nicht nur, dass wir diejenigen sind, die darüber zu entscheiden haben, sondern hat deutlich gemacht, dass auch gesetzestechnisch ausreichend Vorsorge getroffen worden ist dafür, falls es wider Erwarten doch noch dritte Berechtigte geben sollte, die Ansprüche hätten. Und darüber hinaus ist auch deutlich geworden, dass beispielsweise die Westfälische Wilhelms-Universität sowohl in der alten Rechtslage keinen Rechtsanspruch auf Förderung hatte, wohl aber ein Antragsrecht. Und ein solches Recht behält sie auch gegenüber einer der zu gründenden Stiftungen des Bistums Münster. Der Dekan der Theologischen Fakultät ist sogar qua Amt im Vorstand eben dieser Stiftung. Ferner hat das Land als Grundfinanzierer der Westfälischen Wilhelms-Universität dafür Sorge getragen, dass alle Flächen, die in unmittelbarer Nachbarschaft des Campus dem Land zufallen, um Entwicklungsfläche für die Hochschule vorhalten zu können, also beim Land liegen. Die Stiftungen sind ferner gehalten, die die Bistümer mit ihren Anteilen zu bilden haben, die haben die alten ursprünglichen Zweckbindungen vorzunehmen. Eine Änderung dieser Stiftung ist auch nur mit Zustimmung dieses Landtages möglich. Und infolgedessen ist auch hier Vorsorge getroffen worden, dass keine Zweckentfremdung der Mittel stattfinden kann. Es wurden zum Schluss auch noch Zweifel geschürt, ob das Land übervorteilt wurde bei der Aufteilung der Grundstücke. Ich habe bereits deutlich gemacht, dass das Land nicht nur finanzielle Interessen zu berücksichtigen hatte, sondern es auch zu berücksichtigen hatte, welche Ziele und Aufgaben es erfüllen muss.
Dazu gehörte die Entscheidung, die Grundstücke in Nachbarschaft beispielsweise der Münsterschen Universität zu sichern, um eventuell entsprechende Entwicklungsfläche dazu haben. Dazu gehörte aber auch, die Dinge zu beachten, die in unserem Koalitionsvertrag stehen und die wir auch in Regierungserklärung bereits zum Ausdruck gebracht haben. So war zu sichern, dass dem Land übertragene Waldflächen, naturschutzfachliche bedeutsame Offenlandflächen in keinem Fall verkauft werden und die Biodiversitätsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen beachtet werden. Also alle Zweifel, und das war uns in der Anhörung besonders wichtig und in der anschließenden Auswertung, alle Zweifel bezüglich der Feststellung der Werthaltigkeit der einzelnen Grundstücke und Immobilien konnten in dieser Sitzung ausgeräumt werden und durch NRW Urban nachvollziehbar dargestellt werden. Deshalb haben wir keinen Zweifel daran, dass es eine gute Entscheidung ist, dieser Entscheidung hier, dieser zweiten Lesung, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen und damit eine Perspektive zu eröffnen, sowohl für die Stiftungen als auch für den Landeshaushalt. Das Bildungswesen in Nordrhein-Westfalen steht auf guten Beinen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Gebhardt. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Dr. Oppenbrink. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Papst Clemens XIV. Am 21. Juli 1773 nicht ganz freiwillig die Aufhebung des Jesuitenordens verfügte, da ahnte niemand, dass noch 240 Jahre später hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen über die Folgen dieser Entscheidung zu beraten und zu beschließen sein würde. Während es damals um den weltlichen Einfluss des Papsttums ging, sprechen wir heute nur noch über den vermögensrechtlichen Teil der Abwicklung in einem Teilgebiet des ehemaligen Königreichs Preußen. Und doch, auch dieser Gesetzentwurf verdient unsere große Sorgfalt. Bei der Auflösung des Ordens wurde im Rheinland und in Westfalen verschiedene Vermögensmassen in der Verwaltung des preußischen Staates begründet, die Schul- und Studienfonds. Entstanden aus Stiftervermögen, wurden sie fortan hauptsächlich zur Sicherung der Ausbildung von Geistlichen und zur Förderung des damals noch nicht staatlichen höheren Schulwesens verwandt. Als Rechtsnachfolger des Freistaats Preußen hat das Land Nordrhein-Westfalen die Schul- und Studienfonds mit ihrer durch Gesetz festgeschriebenen Zweckbindung übernommen. Der Landesrechnungshof hat im Jahr 2001 dann den Anstoß zu einer intensiveren Beschäftigung mit den Fonds in rechtlicher und in wirtschaftlicher Hinsicht gegeben. Die grundsätzliche Verständigung über die Aufteilung des Vermögens zu 60% für das Land und zu 40% für die katholische Kirche, genauer das Erzbistum Köln und das Bistum Münster, stammt aus dem Jahr 2010. Wir müssen uns allerdings heute mit zwei Fragen auseinandersetzen. Erstens: Können diese Schul- und Studienfonds überhaupt aufgeteilt werden? Und wie soll die Aufteilung zwischen Land und Kirche tatsächlich umgesetzt werden, wenn das denn möglich ist? Nach der Anhörung von Anfang dieser Woche durfte feststehen, bei den Fonds handelt es sich um nicht selbstständige Sondervermögen des Landes. Ihre bisherigen Zweckbindungen resultieren im Wesentlichen aus preußischen Kabinettsordern des 19. Jahrhunderts, die in der gegenwärtigen Normenhierarchie Landesgesetzen entsprechen und als solche weiter gelten. Die Zweckbindungen können demnach, nach unserer Überzeugung, auch durch Gesetz wieder aufgehoben werden. Zum Zweiten: Wie ist die Verständigung 60-40 denn tatsächlich umgesetzt worden im Gesetzentwurf der Landesregierung? Man kann den Eindruck gewinnen, dass dem Land insbesondere an verwertbarem Vermögen, also an Bargeld und veräußerbaren Grundstücken gelegen war. Was ja auch nicht wundert, hatte doch der Finanzminister bereits Einnahmen von 80 Millionen Euro im Landeshaushalt 2013 etatisiert. Und um diesen Etatansatz im Haushaltsvollzug 2013 zu erreichen, ist es ganz schön knapp geworden. Ich frage mich schon, ob das Land da nicht zu schnell und nicht zu sehr auf das schnelle Geld aus war. Hier ist etwa an die Interessen der Uni Münster als einer der bisherigen Hauptdestinatäre eines Fonds die Rede gewesen. Auch in der Anhörung war das sehr breit Thema.
Dort besteht die Sorge, dass insbesondere Grundstücksflächen, die zur Erweiterung des Unigeländes in der Zukunft benötigt werden, der Kirche und nicht dem Land zugewiesen wurden. Ein Sachverständiger hat diese Sorgen anhand der gefundenen Vertragsregelung mit dem Bistum Münster jedenfalls als nicht unbegründet bezeichnet. Letztlich bleibt der Eindruck bei uns, als sei es dem Land um schnelles Geld, nicht um nachhaltige Einnahmen und auch nicht um Rechtsbereinigung gegangen. Ich glaube allerdings, wir können als Landtag schlicht nicht klären, ob die Aufteilung des Vermögens tatsächlich in der für alle Betroffenen, Beteiligten oder eben auch Nichtbeteiligten in angemessener Weise erfolgt ist. Das wird erst die Zukunft zeigen. Nimmt man alles zusammen, so wird man dem Vorhaben im Grundsatz wohl zustimmen können, in vielen Einzelheiten der Umsetzung jedoch nicht. Die Geschehnisse des Jahres 1773 werden das Land Nordrhein-Westfalen jedenfalls weiter beschäftigen. Die CDU-Fraktion wird sich bei der heutigen Abstimmung zu diesem Gesetz der Stimme enthalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Oppenbrink. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Mostafizetti. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Den geschichtlichen Aufriss hat bereits die Frau Kollegin Gebhardt gemacht. Jetzt gibt es hier ein bisschen Aufruhr, weil die Piratenfraktion es für nötig hält, eine dritte Lesung zu diesem Tagesordnungspunkt zu beraten. Dazu können sich gleich die Kolleginnen und Kollegen dann selbst noch mal äußern. Aber ich möchte schon zwei Punkte, die ich sehr beeindruckend fand in der Anhörung, noch mal zitieren. Alle Rechtsgelehrten außer der betroffenen oder vermeintlich betroffenen Hochschulrektorin haben in der Anhörung sehr eindeutig dargelegt, dass das richtig ist, was der Kollege Oppenbrink eben gesagt hat, dass es sich hierbei um nicht selbstständiges Vermögen des Landes handelt, die mit einer bestimmten Zweckbindung per Gesetz versehen sind. Und diese Zweckbindung kann man durch einfaches Gesetz des Landtages Nordrhein-Westfalen auch wieder aufheben. Darum geht es hier heute. Wir wollen Vermögen des Landes in den Landeshaushalt transparent eingliedern und haben bei der Zweckbindung gleichzeitig für eine Entschädigung der katholischen Kirche zu sorgen. Da ist ein Verhältnis von 60-40 gewählt worden. Im Übrigen entspricht das dem Vorschlag des Vorgängers des jetzigen Finanzministers, nämlich dem Vorschlag von Finanzminister Dr. Linsen. Diese Landesregierung führt also nur das konsequent weiter. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege, ich bitte um Ihre Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass jetzt so viele Kolleginnen und Kollegen in den Plenarsaal kommen und an dieser Debatte teilnehmen. Ich bitte aber, sich dann auch entsprechend zu verhalten, damit der Abgeordnete entsprechend seine Rede vortragen kann. Ich bitte also mehr um Ruhe im Plenarsaal. Dankeschön. Also der Finanzminister Dr. Walter Borjans führt also nur das konsequent weiter fort, was die Schwarz-Gelbe, also auch die FDP, damals mit eingestielt hat. Und es geht jetzt darum, das zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Um nicht mehr und nicht weniger geht es heute, den Haushalt transparenter zu machen. Insofern ist auch der FDP-Vorschlag alles andere als hilfreich. Die FDP schlägt nämlich letztlich vor, bestehendes Vermögen des Landes wieder in eine Stiftungslösung reinzupacken und wieder dem Gesetzgeber, also uns, in der freien Entscheidung zu entziehen und wieder einen Nebenhaushalt zu bilden. Das halten wir schlicht für falsch. Und lieber Kollege, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiterer Punkt war sehr beeindruckend in der Anhörung. Das war nämlich das Auftreten der Hochschule selbst, die meint, sozusagen Stiftungsnehmerin zu sein. Das ist schlicht falsch. Das ist von allen Juristen so dargelegt worden, letztlich selbst von der Frau Dr. Nellis selbst auch eingeräumt worden. Und insofern finde ich es auch schon einigermaßen befremdlich, dass Vokabeln, und da zitiere ich jetzt mal wörtlich, gebraucht werden. Es erstaunt aus Sicht von Frau Dr. Nellis heute, dass dies sogar in der Zeit des nationalsozialistischen Unrechtsregimes der Fall gewesen ist. Sie hatte damit eingeleitet, dass also auch die Nazis nicht auf die Idee gekommen wären,
dieses Vermögen des Landes, eindeutig des Landes, auch in den Landeshaushalt zu überführen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das finde ich schlicht unanständig und unangemessen, in eine Anhörung einzubringen. Und jetzt nach vorne gerichtet, die grüne Fraktion wird dem Gesetzentwurf in dieser Fassung zustimmen. Und ich kann nur alle anderen, die winden sich ja so ein bisschen, die CDU-Fraktion hat nach handwerklichen Fehlern gesucht. Ich habe in der Anhörung, sind alle Fälle durchgegangen worden, wo es vermeintlich Probleme gab bei der Grundstücksbewertung. Die konnten von den Gutachtern alle aufgeklärt werden. Also ist das eher ein Feigenblatt, was hier vorgehalten wird. Ich kann nur appellieren, stimmen Sie diesem Gesetzentwurf zu. Sorgen Sie dafür mehr Transparenz und sorgen Sie dafür, dass der Staat, und das ist nämlich klar im föderalen System zugewiesen, nicht Stiftung, sondern der Staat ist für die Hochschulfinanzierung zuständig. Und wenn sich einzelne Stifter auf eigene Kosten und nicht aus Mitteln, die das Land, denen dem Land gehören, wollen, sind Sie herzlich eingeladen, eigene Stiftungen zu gründen und die Hochschulen in ihrer Arbeit zu unterstützen. Das ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich von dieser Landesregierung gewünscht. Aber Landesvermögen als Stiftungsvermögen in einem separaten Haushalt auszugliedern, halten wir für falsch und stimmen dem auch nicht zu. Ich bitte um Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf. Vielen Dank, Herr Kollege Mostovizade. Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Witzel. Nun, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben Sie gestern, Herr Finanzminister, verteidigt, als Sie angegriffen worden sind wegen Herrn Introp. Da haben wir gesagt, da sehen wir keinen Anlass zur Kritik. Dann haben Sie auch die Unterstützung hier von großen Teilen der Opposition bekommen. Diese Unterstützung ist heute für uns nicht möglich, was den vorliegenden Gesetzentwurf angeht, mit dem Sie 4 der 6 nordrhein-westfälischen Schul- und Studienfonds auflösen wollen. Sie verweisen auf 11 Jahre alte Grundsatzbeschlüsse einer früheren rot-grünen Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Sie sagen, es ist ordnungspolitisch nicht sinnvoll, viele Sondervermögen zu haben. Diese verfügen nicht über Entscheidungsorgane. Dem Land entsteht dadurch ein bürokratischer Aufwand bei der Verwaltung dieser Mittel durch Beantragung, Bewilligung und Auszahlung. Diese Überlegungen sind grundsätzlich nachvollziehbar, Ihre Schlussfolgerungen daraus aber ausdrücklich nicht. Denn wenn es Ihr Ziel sein soll, einer modernen, üblichen und mit heutigem Recht übereinstimmenden Vermögensverwaltung vorzugehen, dann gründen Sie doch eine Stiftung, aus deren Erträgen dann auch die heutigen Destinatäre weiter befriedigt werden können. Genau das machen Sie aber nicht. Sie wollen die Gelder dem allgemeinen Haushalt zuführen, damit sie dann für völlig andere Zwecke in der allgemeinen Haushaltsfinanzmasse konsumiert werden können. Das ist aber dann keine Vermögensbildung und Vermögenssicherung, sondern Vermögensverzehr. Also das genaue Gegenteil von nachhaltiger Haushaltspolitik. Und das zeigt so ein bisschen die wahre Absicht dieses Gesetzentwurfs. Wir haben in Nordrhein-Westfalen das Problem der hohen Staatsverschuldung. Da kommt eine Schuldenbremse auf und zu, die Schuldenuhr tickt. Und dann kann man eben dieses Sondervermögen allgemein aus Ihrer Sicht im Haushalt am besten vereinnahmen. Dann ergibt es dort weniger Problemdruck. Und deshalb haben wir Sie gestern bei der Haushaltsverabschiedung aufgefordert, Herr Finanzminister, dass Sie diesen Haushalt strukturell konsumieren, weil das Geld, was Sie jetzt aus dem Studienfonds in den Haushalt einbeziehen wollen, das ist ein Strohfeuereffekt. Da fließt einmalig ein Betrag rein, der bei Ihnen mit rund 100 Millionen den gestern beschlossenen Haushalt finanzieren soll, ist aber danach auch verbraucht. Und so nimmt das Vermögen ab mit jeder weiteren Liegenschaft, die Sie auch aus dem Grundvermögen dort veräußern. Und wir sagen, es geht nicht bei dem Vermögen des Studienfonds um die Nutzbarmachung für den Landeshaushalt, sondern sehr wohl auch um die berechtigten Interesse der Destinatäre, die bislang von den Vermögenserträgen im Bildungsbereich auch gelebt haben. Und Ihr eigener Gutachter, darauf ist gerade auch von Vertretern der Regierungsfraktionen darauf hingewiesen worden, Professor Baldus hat gesagt, ich darf das zitieren, das Land ist Eigentümer dieser Güter, allerdings mit dem Vorbehalt einer Zweckbindung. Und genau deshalb ist doch politisch hier die Frage zu entscheiden, ist es sinnvoll, mit politischem Mehrheitsbeschluss diese Zweckbindung entsprechend hier aufzuheben? Wird das den Destinatären im Bildungsbereich gerecht? Wir haben auch andere Sondervermögensmassen.
Kämen Sie denn auf die Idee, morgen am Tag zu sagen, wir lösen den Versorgungsfonds auf, weil wir haben ein allgemeines Haushaltsproblem und dann können wir dort auch entsprechend Gelder überführen. Da könnten Sie mit der gleichen rechtlichen Begründung ja auch Zweckbindung entsprechend aufheben und sagen, kein Beamter muss doch irgendwas fürchten. Er hat doch einen allgemeinen Alimentationsanspruch und wenn er mal in die Situation seiner Pension kommt, dann wird das Land schon dann, wenn es soweit ist, auch entsprechend dafür sorgen. Wir glauben etwas anderes. Und so ist es ja auch in der Anhörung am Montag hier deutlich geworden. Dahinter steckt schon die Vorstellung von einer stark ausgeprägten Gleichheit und ein Unbehagen dieser Koalitionsfraktionen, wenn es bestimmte Hochschulen in diesem Land gibt, die zusätzlich zur Regelfinanzierung sich besondere Projekte auch erlauben können, wenn es eben dafür auch Stiftungsvermögen entsprechend gibt. Und deshalb halten wir es für so bedenklich, mit einfachem politischen Beschluss Zweckbindungen dieser historischen Vermögensmassen aufzuheben. Wir brauchen in Zukunft, so knapp wie die öffentliche Hand ist, neben der Grundausstattung, die von öffentlicher Seite aus jede Bildungseinrichtung bekommt, doch ausdrücklich mehr Spender- und Stifterkultur. Wir brauchen doch ausdrücklich mehr Leute, die bereit sind, Geld für wertvolle öffentliche Aufgaben und deren Wahrnehmung zur Verfügung zu stellen. Wenn wir Leute ermuntern wollen, Geld für Bildung zu stiften, in Stiftungen zu geben, dann ist es ein schlechtes Signal, den Leuten zu sagen, wenn irgendwann mal Politik dieses Geld braucht, dann vereinnahmen wir das im allgemeinen Landeshaushalt. Und deshalb hat die Westfälische Wilhelms-Universität, die am stärksten betroffen ist, auch hier vorgetragen, dass dieses Vorgehen aus ihrer Sicht jedenfalls in besonders eklatanter Weise auch rechtswidrig ist. Es gibt viele Fragen, Herr Finanzminister, die müssen Sie in diesem Zusammenhang noch beantworten. In der jetzigen Form lehnen wir dieses Gesetz ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Für die Piraten spricht Herr Kollege Marschall. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Ich habe mir eine tolle Rede geschrieben. Ich lasse das jetzt mal. Ich wurde ja gefragt, und das möchte ich als erstes beantworten, warum wir eine dritte Lesung wollen. Und ich füge noch hinzu, warum wir beantragen, dieses Gesetz noch einmal zurück in den Ausschuss zu geben. Wir haben am Montag die Anhörung gehabt zu diesem Gesetzentwurf. Wir haben am Montag nach der Anhörung die Auswertung gehabt. Wir haben nach der Auswertung sofort die Beschlussempfehlung gehabt, obwohl in der Anhörung sich ein ganz neuer Punkt ergeben hat. Und dieser Punkt heißt, es geht eben nicht, was vorher unklar war und was von verschiedenen Sachverständigen anders dargestellt wurde, es geht eben ganz klar nicht um kirchliches Vermögen oder Vermögen, auf das die Kirche irgendeinen Anspruch hätte, sondern es wurde mehrfach jetzt gesagt, es handelt sich um ein nicht selbstständiges Sondervermögen des Landes. Und das wurde auf mehrfache Nachfrage klar wiederholt. So, wir haben die Historie uns angehört bei der Anhörung. Wir haben klar nachgefragt, wem gehört das Geld, wer hat welche Rechte. Kann die Zweckbindung aufgehoben werden durch den Gesetzgeber, wenn sie durch einen Gesetzgeber 1818, 1821 festgelegt wurde? Das wurde alles bejaht. Und dann fragen wir, und das ist der große Punkt, den wir in der Ausschusssitzung noch einmal diskutieren müssen. Warum verschenkt das Land 40% des Geldes an die katholische Kirche ohne irgendeine rechtliche Verpflichtung? Und das ist die Frage, die erst am Montag aufgekommen ist. Und die Piratenfraktion steht, wie die Piraten insgesamt, zur Trennung von Kirche und Staat. Und was hier passiert, ist eine völlig grundlose Schenkung als Schweigegeld an die Kirche, weil man befürchtet, dass Kirchenrecht, wie wir alle wissen, ist das ein sehr besonderes Recht, dass das Kirchenrecht irgendeine Lücke haben könnte, sodass die katholische Kirche sich wieder reinklagt in dieses Geld. Und das möchte niemand haben. Und deswegen stehen wir hier und sagen, okay, katholische Kirche, du bekommst 40% des Geldes, meine Damen und Herren, wir reden über 107 Millionen Euro. Herr Kollege Marschall, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Herr Kollege Professor Dr. Dr. Sternberg würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage genehmigen. Meine Frage geht dahin. Es ist aber schon klar, dass es sich um das Vermögen des Jesuitenordens handelte,
das nie voll ins Landesvermögen überführt worden ist? Und haben Sie auch zur Kenntnis genommen, dass das Geld, diese 40%, die hier an die Kirche fließen sollen, nicht etwa an die Kirche fließt, sondern in eine zweckgebundene, aufgabengebundene Stiftung eingeht? Das heißt also, dass die Mittel für Bildung und Ausbildung gebraucht werden müssen. Und dass das diese Bindung des Kirchenvermögens überhaupt nur gerechtfertigt hatte damals, dass hier also wirklich ein Kirchenvermögen vorliegt und nicht ein Staatsvermögen. Herr Professor Dr. Dr. Sternberg, das war eher eine Zwischenintervention, die wir nicht kennen. Das waren zumindest zwei Fragen. Okay. Gut, ich versuche eine Frage zu beantworten. Ich versuche beide Fragen zu beantworten. Also ja, ich nehme zur Kenntnis, das war das Vermögen des Jesuitenordens, aber nein, in der Anhörung wurde klar gesagt, es handelt sich eben nicht mehr um kirchliches Vermögen, es handelt sich um staatliches Geld. Das Land, der Eigentümer, nicht Geld, Entschuldigung, Vermögen, der Eigentümer dieses Vermögens ist das Land Nordrhein-Westfalen. Und die Geschichte, die dahinter steht, die war nett und wir haben uns ja auch alle nicht wirklich gelangweilt bei der Anhörung, das war ja eine nette Geschichtsstunde, aber am Ende bleibt die eingedampfte Meinung der anwesenden Juristen, die klare, auf klare Nachfrage, das ist Vermögen des Landes, das verteilt wird. Und ja, wir gehen hin und wir verteilen das Geld nicht einfach an die Kirche, sondern das wird in eine Stiftung gesteckt. Aber der Stiftungszweck sagt eindeutig, Zweck des, also ich nehme jetzt einfach nur den einen Schulfonds, in den das Geld fließen soll, es sind ja insgesamt zwei, Zweck des Erzbischöflichen Schulfonds Köln ist die Förderung der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu christlicher Lebensgestaltung und Weltverantwortung auf der Grundlage katholischen Glaubens. Und beim Münsterschen Schulfonds steht da sogar, dass es eine kirchliche Zweckbindung ist. Wir wollen die Trennung von Kirche und Staat. Wir wollen nicht, dass staatliches Geld einfach so, in dem Fall 40% dieses Fondsvermögens, einfach so an die Kirche geht, damit damit kirchliche Zwecke verfolgt werden, ohne Grund, ohne Rechtsgrundlage. Und deswegen wollen wir diesen Antrag noch mal im Ausschuss haben und deswegen beantragen wir die dritte Lesung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marschik. Für alle Kolleginnen und Kollegen, damit ist auch neben der dritten Lesung die Rücküberweisung in den Ausschuss durch die Piraten beantragt worden. Außerhalb des Debattenverlaufes hat sich jetzt Herr Kollege Herter zur Geschäftsordnung gemeldet und bekommt jetzt das Wort zur Geschäftsordnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Marsching hat hier gerade eine dritte Lesung und die Rücküberweisung in den Ausschuss beantragt. Man kann immer unterschiedlicher inhaltlicher Auffassung sein. Ein Geschäftsordnungsantrag oder einen Antrag zur Geschäftsordnung sprechen zu wollen, eignet sich nicht dazu, jetzt inhaltlich darauf einzugehen, das will ich auch gar nicht. Sondern ich will darauf eingehen, dass wir hier Verfahrensregularien miteinander ganz am Anfang und dann durch die Geschäftsordnung bestätigt miteinander festgelegt haben. Zu diesen Verfahrensregularien gehört, dass einmal in den Ausschüssen sich die Obleute über die Tagesordnung verständigen und über das weitere Verfahren und zweitens der Ältestenrat und die PGF-Runde in der umgedrehten Reihenfolge sich über die Behandlung der Anträge unterhält. Insoweit hier darauf hingewiesen worden ist, dass es zu einem komischen Verfahren im Haushalts- und Finanzausschuss gekommen ist, weise ich das zurück. Herr Möbius hat dieses Verfahren genauso vorgeschlagen und es ist von allen Fraktionen, auch von der Piratenfraktion, so getragen worden im Haushalts- und Finanzausschuss. Von allen Fraktionen, auch von der Piratenfraktion, so getragen worden. Zweitens habe ich persönlich in der PGF-Runde darauf hingewiesen, dass ich einer zweiten Lesung am Donnerstag nur dann zustimmen kann, wenn wir uns gleichzeitig darauf verständigen, dass keine dritte Lesung beantragt wird. Dass ich dem nur zustimmen kann, wenn keine dritte Lesung beantragt wird, damit dieses Gesetz in diesem Jahr noch in Kraft treten kann, die Landesregierung es noch in diesem Jahr dieses Gesetz verkündigen kann. Entschuldigung, ich habe meine Position hier dargestellt. Wenn Sie zur Geschäftsordnung sprechen wollen, können Sie das gerne tun. Jetzt kommt allerdings, Herr Kollege Schatz, der Clou. Der CDS hat in der Ältestenratssitzung aus der Frage der Reihenfolge der Verkündigung dann darauf hingewiesen, dass dieser Tagesordnungspunkt bitte nicht als Tagesordnungspunkt 17, sondern als Tagesordnungspunkt 3 heute behandelt werden soll. Als Tagesordnungspunkt 2 heute behandelt werden soll.
Und jetzt raten Sie mal, wer dazu gestimmt hat. Raten Sie mal, wer in der PGF-Runde dazu gestimmt hat und wer im Ältestenrat dazu gestimmt hat. Und Entschuldigung, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, so kann man miteinander nicht umgehen. So können wir hier im Parlament miteinander nicht umgehen. Es kann nicht sein. Herr Kollege Hertha. Herr Kollege Hertha, ich muss Sie auf zwei Sachen aufmerksam machen. Zum einen ist die Redezeit für einen Geschäftsordnungsredebeitrag eben überschritten worden. Und zum anderen fällt es mir relativ schwer, genau zu erkennen, zu welchem Teil der Geschäftsordnung Sie gerade geredet haben. Ich vermute zur Rücküberweisung in den Ausschuss. Ich bitte Sie, in einem oder zwei Sätzen noch mal zu sagen, was der Kern Ihres Geschäftsordnungsbeitrags ist. Ich möchte zwei Dinge beantragen. Erstens nicht zur Rücküberweisung in den Ausschuss. Zweitens haben die Fraktionen von SPD und Bündnis 90, die Grünen, gerade einen Antrag auf eine weitere Sondersitzung des Plenums am heutigen Tage eingebracht. Und ich möchte das Plenum bitten, dass wir auf diese Tagesordnung dann diesen jetzt verhandelten zweiten Tagesordnungspunkt in zweiter Lesung, dann in dritter Lesung setzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Hertha. Da Herr Kollege Hertha mit seinem Beitrag eine Geschäftsordnungsdebatte begonnen hat, frage ich, ob im Moment jemand zum Thema Geschäftsordnung erwidern möchte. Herr Kollege Marschenk für die Fraktion. Ja, sehr geehrter Kollege Hertha, ich sehe ein, dass wir hier Regularien haben und dass man sich an viele Spielregeln halten muss. Aber es ist nun mal tatsächlich so, nein, man muss sich an alle Spielregeln halten. Man muss sich an alle Spielregeln halten. Ich warte, bis Sie fertig sind, dann. Also, wir haben hier Regularien, die haben wir miteinander besprochen, das ist alles gut. Das einzige und der einzige Unterschied zu all dem, was wir hier vorher hatten, und wir haben uns bis jetzt an alle Regeln gehalten, und wir haben hier kein Kasperletheater, Kindergarten, Spielplatz, ich weiß nicht, was ich gerade gehört habe, gemacht. Der Unterschied ist, dass sich am Montag ein neuer Sachverhalt ergeben hat, und wir müssen über diesen Punkt neu beraten. Und deswegen möchte ich zu Ihrem Antrag auch sagen, wir können nicht die dritte Lesung heute machen, weil dann haben wir gar keine Zeit, diesen Antrag zu beraten. Sie können das natürlich beantragen. Ich möchte eben dagegen sprechen. Ich glaube, das ist hier in der Debatte durchaus zulässig, dass ich sage, wir brauchen die Zeit, das zu beraten, denn es hat sich ein neuer Sachverhalt ergeben. Und wenn wir heute die dritte Lesung machen würden, können wir eben diese erneute Auswertung, diese erneute Diskussion nicht führen. Und deswegen möchte ich dagegen reden, dass wir heute das machen, sondern sagen, wir machen bitte die dritte Lesung im Januar bei der nächsten Sitzung, und dann haben wir die Zeit bis dahin, diesen neuen Sachverhalt entsprechend zu würdigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Damit stelle ich fest, in der Geschäftsordnungsdebatte sind bisher die Rücküberweisung oder in der Geschäftsordnungsdebatte ist bisher der Antrag gestellt worden, im Anschluss an die zweite Lesung die dritte Lesung durchzuführen. Diesem Antrag ist durch die Piraten mündlich, aber auch in Form eines schriftlichen Widerspruchs widersprochen worden. Und es ist von den Piraten noch mal bekräftigt worden, die Rücküberweisung in den Ausschuss, damit wir die Lage klar haben. Jetzt hat sich Frau Kollegin Beer gemeldet. Ich weise aber darauf hin, wir sind in einer Geschäftsordnungsdebatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da sich hier unterschiedliche Auffassungen über die Arbeit des Parlaments, den Stellenwert auch des Ältestenrates darlegen, bitte ich um und beantrage eine Unterbrechung der Sitzung und eine Sondersitzung des Ältestenrats für 30 Minuten. Ja, vielen Dank. Es gibt den Antrag auf Unterbrechung der Sitzung, nicht der laufenden Debatte. Und Einberufung des Ältestenrates. Möchte dem jemand widersprechen? Das ist nicht der Fall. Dann enthalten auch nicht, wenn wir das auch so tun. Damit sind wir mit der Geschäftsordnungsdebatte im Moment. Wir sind nicht am Ende der Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bitte bleiben Sie im Raum. Mit der Geschäftsordnungsdebatte sind wir im Moment fertig, und wir können im ganz normalen Debattenverlauf zum Tagesordnungspunkt 2 fortfahren. Und dann hat jetzt der Finanzminister das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Kleinen Moment bitte, Herr Finanzminister. Es wäre bitte, bitte ein bisschen um Ruhe. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es wäre sehr zu begrüßen, wenn wir es in diesem Jahr schaffen würden, eine dann wirklich genau 240 Jahre lange Geschichte zu Ende zu führen. Ich glaube, es wäre nicht nur für mich, sondern für das gesamte Haus ein schönes Ergebnis. Ein Ergebnis, das im Übrigen, das ist ja hier schon angesprochen worden, nicht von dieser Regierung und nicht von mir erst wieder zustande gebracht worden ist, sondern die Fortsetzung der Arbeit ist, die in der Vorgängerregierung schon begonnen wurde. Auch da war schon festgestellt worden, wie die Rechtsgrundlagen sind. Und es gab auch schon das Ergebnis, zu einer 60-40 Aufteilung dieses Fondsvermögens zu kommen. Herr Opdenbrink, dass Sie jetzt etwas ins Schlingern geraten, weil Sie auf der einen Seite sagen wollen, wir haben das ja mit angestoßen und wir haben wichtige Punkte dieses Vertragswerks selbst mit ausgehandelt. Aber wir müssen jetzt als Opposition irgendwie wieder deutlich machen, dass dann in der letzten Kurve noch was schlecht gelaufen ist. Das verstehe ich ja gerne. Und deswegen finde ich, wenn Sie sich enthalten, ist das schade. Aber damit muss man dann am Ende auch leben können. Und das Gleiche gilt für Herrn Witzel. Also ich halte das schon für eine etwas seltsame Auffassung von Liberalität, wenn Sie jetzt der Auffassung sind, dass hier in einem kirchlichen Stiftungsvermögen die Mittel gebunden bleiben müssen, weil das Ihrem Staatsverständnis entspricht, dass das nicht vom Land, da wo es hingehört, am Ende geregelt werden kann. Ich kann hier an dieser Stelle und will an dieser Stelle nur noch einmal wiederholen, wenn Sie von einem Sondervermögen sprechen, das man besser nicht auflöst, so wie mit dem Versorgungsfonds, dann hätte ich Ihnen geraten, in Bayern als einen der letzten Schritte in der Beteiligung an der bayerischen Staatsregierung nicht genau noch diesen Schritt mitzuvollziehen, weil dann wäre das nicht nötig gewesen. Und der zweite Punkt, und das haben wir auch nicht vor, obwohl natürlich die gesetzlichen Möglichkeiten dazu bestehen würden, so wie Sie sie in Bayern in Anspruch genommen haben. Und man könnte sogar noch ein Stück weitergehen und sagen, wenn es wirklich so wäre, dass etwa der Versorgungsfonds durch eine andere Regelung gesichert wäre oder die Versorgung der Beamten durch eine andere Regelung gesichert wäre, ja, dann wäre eben ein solches Sondervermögen auch nicht notwendig. Und genau diesen Punkt haben wir ja hier. Wir haben nämlich genau die Zweckbestimmung durch andere Leistungen, und zwar durch viel größere Leistungen des Landes, erfüllt. Und deshalb kann jetzt dieser Fonds aufgelöst werden. Und das ist ja, beziehungsweise aufgeteilt werden, entspricht im Übrigen ja auch einer Vorgabe, einer Forderung des Landesrechnungshofs. Und hier muss man eben einfach sehen, wenn es eine Zweckbestimmung gibt, wenn es zwei Partner gibt, dann muss man Verhandlungen führen. Dann kann man sich auf die Position stellen und sagen, da gehören 100% in den Landeshaushalt. Aber es hat, wie gesagt, nicht bei uns begonnen, schon vorher begonnen, Verhandlungen gegeben, die gezeigt haben, wenn wir zu einer 60-40 Aufteilung kommen, dann können wir nicht nur allen rechtlichen Grundlagen gerecht werden, sondern wir können auch die Partner zusammen zu einem Einvernehmen bringen. Und deswegen nochmal, es handelt sich um ein unselbstständiges Sondervermögen. Es handelt sich um landesgesetzliche Regelungen. Es handelt sich nicht, wie von der Rektorin der Uni Münster behauptet, um Enteignung. Wir haben sogar bestehende Rechtsansprüche einbezogen, haben gesagt, rein vorsorglich ist, falls jemand dennoch Ansprüche gegen die aufgelösten Fonds geltend machen kann, im Gesetz eine Entschädigungsregel enthalten. Es ist noch einmal überprüft worden, ob die Grundstücke richtig bewertet worden sind. Und es ist noch einmal sichergestellt worden, dass die Teile, die zur Erweiterung der Uni Münster gehören würden, in das Eigentum des Landes übergehen, sodass hier wirklich auch diesen Erfordernissen Rechnung getragen worden ist. Also wir haben rundum all diese Punkte bedacht. Und deswegen an dieser Stelle auch noch einmal in Ergänzung zu dem, was Herr Mostofizade gesagt hat, auch ich muss sagen, das, was da von einer Rektorin einer Hochschule des Landes schriftlich zu Protokoll gegeben worden ist, nämlich dass zu einem Satz, der in der Gesetzesbegründung steht, das Bildungswesen ist heute im Wesentlichen eine staatliche Aufgabe, das stimmt, die aus öffentlichen Haushaltsmitteln und zwar sehr gut dotiert finanziert wird. Weiter ist das Regelschulwesen heute in Trägerschaft eines weltanschaulich neutralen Staates. Die Schul- und Studienfonds haben in dieser Hinsicht ihren früheren Charakter als wesentliche Finanzierungs- und Prägungsquelle verloren. Das ist richtig. Aber dazu, sich dann zu äußern mit dem Satz, diese Begründung würde sicher in einer
in einer der in der Welt selten gewordenen sozialistischen Diktaturen den Anforderungen an eine Enteignung in jeder Hinsicht genügen, den halte ich nicht nur für befremdlich, den halte ich für skandalös. So, und ansonsten würde ich mich über eine schnelle Zustimmung freuen, aber das bleibt dann der Geschäftsordnungsdebatte bzw. den jetzt folgenden Schritten vorbehalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Bleiben Sie aber bitte gleich am Redepult. Es gibt nämlich eine Kurzintervention von Herrn Kollegen Witzel. Der müsste sich allerdings eindrücken. So, dann hat er das Mikro. Und vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Finanzminister, da Sie mich gerade auch persönlich angesprochen haben, möchte ich gerne auf einen Sachverhalt hinweisen. Es gibt folgende schriftliche Nachricht Ihres Amtsvorgängers, die lautet: Bei den Fondsvermögen, Studien- und Schulfonds stehen rechtliche Gründe einer Veräußerung entgegen. Es handelt sich bei Ihnen ursprünglich um Vermögen des Jesuitenordens, das im Zusammenhang mit der Auflösung des Ordens im Jahr 1773 an die Landesherren gekommen ist. Das Land Nordrhein-Westfalen ist im Wege der Rechtsnachfolge in die Rechte und Pflichten der Landesherren mit Bezug auf dieses Vermögen eingetreten. Das Vermögen ist von Anfang an mit der Rechtspflicht belastet, es im Sinne seiner ursprünglichen Zweckbestimmung für die Förderung des Unterrichts zu erhalten. Es ist zwar zum Staatsvermögen erklärt, jedoch seit jeher im Sinne dieser besonders festgelegten Zweckbestimmung und nicht als zur freien Verfügung unterliegendes Staatsvermögen verwaltet worden. Diese schriftliche Aussage aus Drucksache 19083 stammt von einem Ihrer Amtsvorgänger mit SPD-Parteibuch, Dieter Posser. Das hat er so dem Landtag in einer Landtagsdrucksache mitgeteilt. Und deshalb ist schon meine Frage hier berechtigt: Wie können Sie vertreten, dass die Destinatäre, die bislang in den Genuss auch von Erwirtschaftung des Fonds gekommen sind, zukünftig bei Ihnen völlig durch den Rost fallen? Sie haben erstens, ich kann das nur wiederholen, nicht einen neuen Sachverhalt vorgetragen. Sie haben auch nicht vorgetragen, was seit dieser Zeit an Verhandlungen geführt worden ist, was an Rechtsergebnissen zusammengekommen ist, warum Ihr eigener Finanzminister in Ihrer Regierungszeit dann bis zu diesem Punkt gekommen ist, den wir jetzt noch bis zum Schluss entwickelt haben. So, es geht noch einmal, es geht darum, dass nach der jetzigen Feststellung über viele Jahre, die verhandelt worden ist, erstens ein Einvernehmen mit der Kirche erzeugt worden ist und erzielt worden ist, das nicht bestanden hat. Sie haben selbst in den vergangenen Haushaltsjahren immer wieder sich darauf zurückgezogen und haben gesagt, Sie kriegen ja gar keinen Vertrag hin, der liegt vor. Und dass auch die rechtlichen Grundlagen, dass es sich hier um überführtes preußisches Recht in das Landesrecht und damit über eine landesrechtliche und landesgesetzliche Regelung handelt, dass das alles mittlerweile festgestellt worden ist. Das gilt, und es gilt genauso, dass das, worüber wir hier reden, gemessen an den Bildungsausgaben des Landes, ein Promilleanteil ist. Wir reden hier über Größenordnungen, wo uns wirklich nicht gesagt werden kann, dass hier mit einem Sondervermögen in einer, ich sag mal, zielschädlichen Weise umgegangen wird. Vielen Dank, Herr Minister. Okay. Jetzt gibt es bei den Piraten den Wunsch nach einem weiteren Redebeitrag von Herrn Kollegen Schulz. Doch, genau den gibt es. Es sind nur 1 Minute 23. Sehr verehrter Herr Minister, Sie haben eben gesagt, mit diesem Rechtsakt, der hier in diesem Landtag gesetzt werden soll, gehen 240 Jahre Geschichte zu Ende. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, gehen wir 240 Jahre zurück, hatten wir die Säkularisierung. Was hier jetzt geschehen soll, ist die Entsäkularisierung und ist das Nachkommen eines Anspruchs, eines vermeintlichen Anspruchs, der von der katholischen Kirche seither geltend gemacht wird, auf Rückübertragung der Vermögenswerte. Ich sage Ihnen Folgendes: Diesen Anspruch verfolgt die Kirche in der Tat seit 240 Jahren, aber dann muss das Land, das Eigentümer ist und das seinen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber auch Vermögensverpflichtungen wahrzunehmen hat, sich von der katholischen Kirche verklagen lassen, um dann die rechtlichen Ansprüche vor einem deutschen Gericht höchstrichterlich notfalls feststellen zu lassen. Das wäre der richtige Weg und nicht die Beschlussfassung über ein Gesetz, welches wir in seinen Grundfesten doch ernsthaft bezweifeln, hier schlicht und ergreifend platt zu machen.
Dieses Vermögen muss dem Land Nordrhein-Westfalen erhalten bleiben. Sie, Herr verehrter Finanzminister, die Frau Ministerpräsidentin und alle, die wir hier im Saal sitzen, sind verpflichtet, die Vermögensinteressen ausschließlich der Bürgerinnen und Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen zu wahren und wahrzunehmen, nicht der katholischen Kirche hinterherzurennen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn ich das richtig verstehe, möchte Herr Kollege Obtendrenk die verbleibenden 19 Sekunden für die CDU-Fraktion nutzen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch auf die Gefahr hin, dass wir ja sehr emotional jetzt in der Geschäftsordnungsdebatte waren. Aber ich wollte schon darauf hinweisen, dass die Frage, ob man es veräußert oder nicht, ob man es aufteilt oder nicht, eine Frage nicht ist, ob man das darf oder nicht darf, ob man Vermögensinteressen des Landes wahrt. Denn der Landesrechnungshof ist explizit ja eingeschaltet gewesen in diese ganzen Vorgänge. Der hätte mit Sicherheit gesagt, ihr dürft es nicht veräußern. Insofern ist der Vorgang, der seit 2001 auch vom Landesrechnungshof ja in Gang gesetzt worden ist, glaube ich, keiner, lieber Kollege Schulz, an der Stelle, wo wir Vermögensinteressen des Landes nicht wahren würden. Ich glaube, diesen Konsens sollten wir doch hier behalten. Vielen Dank. Bei 19 Sekunden auch noch Zwischenfragen zuzulassen, ist ein bisschen schwierig. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich an dieser Stelle erst einmal die inhaltliche Debatte. Dann würde ich Ihnen gerne jetzt mitteilen, in welchen Verfahrensschritten wir jetzt vorgehen, damit alle Kolleginnen und Kollegen auch im Film sind. Zum einen wird die dritte Lesung, die ja gemäß unserer Geschäftsordnung, gemäß § 78 Absatz 1 schriftlich und vollkommen korrekt von der Piratenfraktion beantragt worden ist und ebenso der Widerspruch auch schriftlich vorliegt, die dritte Lesung gleich im Anschluss an die zweite Lesung durchzuführen, gemäß § 78 Absatz 2, ebenfalls der Widerspruch durch die Piratenfraktion. Damit ist klar, die dritte Lesung kommt. Deshalb werden wir jetzt gleich die Beratung zur zweiten Lesung abschließen, indem wir über den Gesetzentwurf in zweiter Lesung gemäß der Beschlussempfehlung, so wie sie Ihnen vorliegt, abstimmen, inklusive des Entschließungsantrages. Den werden wir jetzt auch abschließend in der zweiten Lesung behandeln. Dann hat es den Wunsch auf Rücküberweisung oder den Antrag auf Rücküberweisung in den Ausschuss gegeben. Darüber werden wir dann hier abstimmen lassen, weil das muss man gemeinsam klären, ob man das machen möchte oder nicht. Und wenn diese Frage geklärt ist, sind wir am Ende des Tagesordnungspunktes 2. Dann ist der Antrag auf Sitzungsunterbrechung gestellt worden. Dem ist stattgegeben worden. Und wir werden dann sofort im Anschluss auch eine Ältestenratssitzung durchführen, um das weitere Prozedere im Umgang mit dem in Tagesordnungspunkt 2 debattierten Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds zu klären. Damit komme ich jetzt, wie angekündigt, zur Abstimmung über den Gesetzentwurf Drucksache 19-69. Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in Drucksache 19-04 den Gesetzentwurf mit der Drucksachennummer 19-69 in der Fassung seiner Beschlüsse anzunehmen. Wer dem zustimmen möchte, dann bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? FDP und die Piraten. Vielen Dank. Wer möchte sich enthalten? CDU und der fraktionslose Abgeordnete Stein. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen, mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis angenommen und der Gesetzentwurf in zweiter Lesung verabschiedet. Dann komme ich jetzt zweitens zur Abstimmung über den Entschließungsantrag, Drucksachennummer 4673. Wer diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD. Vielen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Der fraktionslose Abgeordnete Stein. Vielen Dank. Damit ist der Entschließungsantrag der FDP mit der Drucksachennummer 4673 mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis abgelehnt worden. Damit sind wir am Ende der inhaltlichen Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt. Und ich komme zurück zu dem gestellten Geschäftsordnungsantrag gemäß 78 Paragraf 3, 2, 2 zur Rücküberweisung in den Fachausschuss. Wer diesem Geschäftsordnungsantrag zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen.
Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP. Vielen Dank. Wer enthält sich? Der fraktionslose Abgeordnete Stein. Vielen Dank. Damit haben wir, ich gucke einmal nach rechts und gucke einmal nach links, den Tagesordnungspunkt 2 komplett abgeschlossen in der notwendigen und möglichen Form für heute. Und ich unterbreche die Sitzung. Wir haben jetzt 12.20 Uhr. Bitte die Ältestenratsmitglieder, sich in 5 Minuten im Ältestenratssaal einzufinden. Und die Sitzungsunterbrechung sollte erst einmal eine halbe Stunde nicht überschreiten. Wenn sich etwas anderes ergeben sollte, werden die Kolleginnen und Kollegen benachrichtigt. Halbe Stunde bedeutet 12.50 Uhr wieder Sitzungsfortführung.